Alter, was ist hier los? Ach du Scheiße! Der ganze Fluss! Wir werden hier vollkommen überschwemmt! Herr Goldmann! Wir werden hier vollkommen überschwemmt. Ach du Scheiße. Hier, steh auf. Wir müssen hoch, wir müssen weg. Ich hab mich schon gewundert, warum mein Schlafsack so plötzlich nass ist. Alter. Junge, warum steigt das Wasser so extrem? Muss ich die ganzen Sachen hier rübertragen? Was passiert hier gerade? Scheiße, mein Handy. Hier, ja, Alter, wir werden hier komplett überflutet hier. Ach du heilig Scheiße. Was sind wir, Alter? Was passiert hier gerade? Ich habe mich gefragt, warum das hier jetzt. Was passiert hier, Leute? Was geht bei dir? Hast du alles so ungefähr. Ich weiß selber nicht. Was ist das? Was passiert hier gerade die ganze Zeit? Ich habe hier geschlafen und auf einmal wurde ich nass. Wir werden hier total überflutet. Wir sind hier auf dieser Insel hier gefangen. Jetzt müssen wir irgendwie unser Schlafplatz hier retten. Es wird immer höher und das Wasser. Ich muss meinen Tarp retten. Dieser ganze Tarp ist nass. Ich glaube, meine Heringtasche ist irgendwie weggeflossen. Herr Goldmann versucht jetzt gerade sein Dings abzubauen. Seine Hängematte. Was ist das, Alter? Und das wird immer tiefer irgendwie. Oh, scheiße. Es müssen die ganzen Sachen hier eingepackt werden. Und mein ganzer Schlafsack ist schon wieder komplett durchnässt hier. Weil ich hatte das erst gemerkt, wo das Wasser so langsam meinen Schlafsack berührt hat. Und dann wurde das sofort irgendwie so. Das ist hier alles voll. Alles komplett voll. Wie kommt man hier weg? Zum Glück ist das Handy noch da, Alter. Ja. Digga. Ich hab's hier rausgefischt einfach aus dem Ding. Ja. Geht noch, aber hier ist ein Nass-Symbol. Sein Handy ist da reingefallen, das Wasser. So eine Minute oder so. Ja, auf jeden Fall. Oh. Zum Glück hatte ich schon mal so einen ähnlichen Fall. Ja. Survival, 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 sag ich immer. Ja. Wir müssen vielleicht schnell fliehen, oder? Ich weiß nicht, wird das Wasser tiefer oder geht das gleich weg? Wir müssen erstmal einen Wein trinken. Ja, wir müssen auf jeden Fall einen Wein trinken, Alter. Ja, wir checken das nicht, was hier passiert. Hä?
Ich war so seelenruhig am Schlafen. Ich habe nie seelenruhiger geschlafen. Und plötzlich das. Was tun wir jetzt? Was tut man in so einer Situation? Wir müssen den Wagen am besten da oben an den Baum hängen, falls es wieder wird oder so. Wie kommt man hier weg? Mal guck mal, wir kommen ja von da ganz hinten. Und das hier ist alles voll komplett. Das ist richtig behindert. So, Herr Goldmann rettet schon mal seine Sachen. Und guck mal, wie tief das da vorne geht. Junge, Junge, sowas habe ich noch nicht erlebt bisher. So, Leute, wir kommen da drüben nicht rüber, weil es wird immer tiefer. Also zumindest nicht ohne nass zu sein. Also nicht ohne, dass die Elektronik dann kaputt geht und sowas. Und wir laufen jetzt einfach zu dieser Insel drauf erstmal. Also da tragen wir das gleich. Ich war fast am Ziel, aber dann wird's bis hier und dann weiter konnte ich nicht, weil sonst kriege ich ja keine Luft mehr. Hoffentlich geht das später weg. Wir tragen unser Gepäck erstmal darüber. Wie viel da weggerissen wird. Alles, ne? Ja. Also als wenn der Gletscher weggeflogen wäre. Ja. Alter, alles. Ja, und das direkt am letzten Tag. Morgen früh um 9 fährt mein Bus. Wie kommt man hier weg? Und dabei waren wir so schön am Pennen gewesen. So was ist Survival. Irgendwie. Dann müssen wir schon wieder hier rüber wegkommen. Zombisiert, Alter, scheiße. So. Bei dir läuft so eine Ding. Ach du Scheiße. Die wollte auch nur gerettet werden. Tut mir leid, liebe Spinne. Und jetzt warten wir hier die ganze Zeit auf dieser Insel hier ab, bis das Wasser runtergeht. Prüfen, ob das runtergeht oder überhaupt nicht, ob wir noch schwimmen müssen. Und genau deswegen bauen wir uns hier auf dieser Insel unser Lager auf. Guck mal, diese Überflutung ist immer noch da, aber man sieht hier am Sand, dass sie langsam immer weniger wird. Und das heißt, wir werden noch eine Nacht hier pennen und Herr Goldmann hat schon seinen Schlafplatz hier aufgebaut. Also mit Regenschutz und so weiter. Ja, Mann, hier ist der Eingang einfach. Ja, das ist sehr gut. Ich werde mich irgendwie hier hinlegen und bald meinen Tarp aufbauen, aber ich werde den erstmal trocknen lassen, weil der war ja komplett überflutet gewesen, dieser Tarp. Never ever leave Lima! Rio Lima! Das ist der Herr Goldmann, der im Überflutungswasser rumschwimmt. Ich bin ein Kakerlakengesicht. Oh, guck mal, das Wasser ist so langsam zurückgegangen. Aber eben gerade hat das ganz plötzlich geregnet und ich habe meinen Tarp nicht aufgebaut gehabt. So, ich habe jetzt ganz flüchtig hier meinen Tarp aufgebaut, damit wenn der nächste Regen kommt, dass ich endlich mal im Trocknen liege. Weil guck mal hier, guck mal wie das hier aussieht. Das ist hier alles komplett durchnässt schon wieder. Dieser Regen, der hat mich gerade schon wieder richtig fertig gemacht. Ich war einfach nur den letzten Tag geil haben, aber jetzt passiert irgendwie genau sowas. Alter, mein ganzer Schlafsack ist schon wieder komplett durchnässt und mir ist irgendwie kalt. Und das ist richtig widerlich mit dem Regen. Gefällt mir gar nicht. So, der nächste Tag ist angebrochen. Um 9 Uhr fährt mein Bus und prüfen, ob Wasser noch vorhanden ist, dass wir da rüber können, dass wir hier von dieser Insel los können, ob dieser ganze Wasser weggegangen ist. Scheiße, jetzt erst mal einpacken. Das wird richtig unangenehm sein, falls wir gleich schwimmen müssen, weil der Bus muss ich auf jeden Fall erwischen. Ich hoffe, das Wasser ist komplett weggegangen. Komischer Morgen. So, mein Tarp und Herr Goldmanns Hängematte sind abgebaut. Und guck mal, das Wasser, das stand ja bis hier. Also sogar dieser Baum war mit Wasser verschlungen. Es war komplett hier voll. Das Wasser ist bis da ganz hinten wieder zurückgegangen. Und hier ist auch irgendwie kein Wasser mehr. Also es sieht voraussichtlich gut aus. Und wir hoffen auf jeden Fall, dass man da hinten nicht schwimmen muss. Und ich bin gleich auf der Suche nach meinen Heringen. Meine Heringe, die sind ja von diesem Wasser weggeflossen. Prüfen, ob wir gleich die Heringe finden. Oh, hier, guck mal. Das ist ein portugiesischer Krebs in Krampfposition. Und guck mal, die ersten Heringe sind gefunden. Hier,
die gestern weggeschwommen sind. Die müssen alle eingepackt werden. Aber ich frage mich, wo meine Heringtüte ist, wo noch mehr Sachen drin sind. Hier vorne ist der nächste Hering. Oh, hier ist noch ein Hering. Aber wenn wir jetzt nichts finden, dann laufen wir einfach weiter, weil die Zeit, die drängt. Ich frage mich, wo meine Heringtüte ist. Ich brauche neue Heringe und Seile für meinen Tarp. Ach, guck mal, hier ist noch so ein Rest Wasser von der Überflutung gestern. Aber sehr gut, dass es komplett zurückgegangen ist und dass wir nicht schwimmen mussten. Weil es wäre voll scheiße mit den Sachen und weil die Zeit jetzt langsam drückt. Sieht auf jeden Fall jetzt sehr gut aus. Ach scheiße, hier vorne ist eine scheiß Pfütze. Na gut, dann muss ich meine Schuhe ausziehen. So, weiter geht's. Mein Gehirn schwappt rum, weil wir haben gestern Wein getrunken. So, wir sind in der Ortschaft angekommen und wir müssen noch die Bushaltestelle suchen. So, wir sind pünktlich bei der Flixbus-Haltestelle angekommen und mein Flixbus, der fährt gleich.